Es war schon immer mein Traumjob, für die Medien zu arbeiten. Traut euch, seid spontan. Fürs Radio braucht man nicht irgendwie einen großen Lebenslauf. Kommen denn überhaupt noch junge Leute zu euch und sagen, sie wollen beim Radio arbeiten? Ist das nicht so was total Altbackenes, was die Eltern irgendwie nur im Auto hören und das war's? Das würde man denken, ne? Nee, also man könnte auch denken, man arbeitet für Google, wenn man bei uns kommt. Ja, und bei uns sind total viele junge Leute am Start. Hallo und Servus hier bei Start into Media. Ich bin der Maxi und bei mir sitzt Nina heute. Hi Nina, schön, dass du da bist. Hallo. Aus Berlin zu uns nach München gereist. Du arbeitest dort bei RTL Radio Deutschland und zwar als Geschäftsführerin. Was machst du den ganzen Tag? Wie viele Menschen arbeiten für dich? RTL Radio Deutschland ist ein bisschen kompliziert als Unternehmen, weil es ist kein klassisches Unternehmen im Radio, sozusagen mit eigenem Sender, mit eigenem Radioprogramm, sondern es ist ein Radiobeteiligungsunternehmen. Das liegt daran, dass die deutschen Radios, die ganzen Sender, die ihr so kennt, die haben ganz viele Gesellschafter. Und diese Gesellschafter, denen gehört sozusagen so ein Radiosender. Ich arbeite eben bei so einem Gesellschafter. Wir, RTL Radio Deutschland, sind ein Gesellschafter im deutschen Radiomarkt. Wir selbst als Unternehmen haben wir haben 12 MitarbeiterInnen, sozusagen unsere Sender, an denen wir beteiligt sind, die haben aber sozusagen auch noch ganz viele MitarbeiterInnen. Also da arbeiten wirklich die Radiomoderatorinnen und die das Programm machen, die Redakteurinnen und alle möglichen arbeiten ja jeweils auch bis zu 150 Leuten in so einem Sender und deswegen kann man das gar nicht so sagen, wie viele Leute bei uns arbeiten. War das schon immer dein Traumjob? Also wolltest du immer Geschäftsführerin einer Radiogruppe, sag ich mal, werden? Nein, aber es war schon immer mein Traumjob, für die Medien zu arbeiten. Also wirklich schon von ganz klein auf wollte ich für die Medien arbeiten und dass ich mal Geschäftsführerin bei einem Radiounternehmen werde, das habe ich mir, glaube ich, nicht so erträumt, aber ich bin total begeistert, dass ich es jetzt bin. Vielleicht eine wahnsinnig offene Frage jetzt, aber wie wird man denn Geschäftsführerin einer Radiogruppe? Also was waren so deine ersten Schritte ins Medienbusiness? Eigentlich wollte ich mal Journalistin werden. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich gehe doch mal zum Zeitungsverlag, weil Zeitungen haben mich immer interessiert und da habe ich eine Ausbildung gemacht und ich bin danach noch studieren gegangen, habe aber im Studium immer schon gedacht, es muss was mit Medien zu tun haben, wenn ich später arbeite und deswegen habe ich gedacht, ich habe Jura studiert, habe gesagt, ach, ich mache mal Medienrecht und dann bin ich irgendwie über Umwege beim Zeitungsverlegerverband gelandet und von da ist es gar nicht mehr so weit weg zum Radio und innerhalb meines ersten Radiojobs, ich weiß auch nicht, dann irgendwann bin ich jetzt Geschäftsführerin geworden, ich weiß selbst gar nicht, wie es passiert ist. Einmal geblinzelt und auf einmal war es dann so. Was reizt dich an den Medien? Also für mich reizt ganz besonders die Relevanz. Also was wir machen, hat eine gesellschaftliche Bedeutung, eine Relevanz für die Menschen. Wir begleiten die Menschen jeden Tag. Von morgens bis abends kommen Menschen mit Medieninhalten in Kontakt. Das sind ja teilweise ganz unterschiedliche Inhalte. Es ist ja Unterhaltung, es ist Information, es sind Hintergründe. Ich arbeite auch bei einem Medium, was ja so einen ganz besonderen Mix hat. Ja, wir haben ja nicht nur Musik beim Radio, sondern wir haben auch Nachrichten, wir haben Features, Hintergründe und wir machen Events, wir machen Veranstaltungen, wir bringen die Leute zusammen. Also das ist schon irgendwie was, was die Leute in ihrem Leben ganz besonders begleitet. Was muss ich denn mitbringen, wenn ich sagen würde, ich will unbedingt beim Radio arbeiten? Kreativität, Flexibilität und auch sozusagen ganz wichtig ist, dass man sich überlegen kann, wie man eine gute Geschichte erzählt, wie man über Audio, also über das gesprochene Wort nah an die Menschen ranrückt, weil wir beim Radio haben meistens keine Möglichkeit mit Bildern irgendwas quietschig oder toll oder besonders zu machen. Wir machen das alles mit der Stimme, mit Tönen. Jetzt habe ich das alles gedanklich mal, habe ich einen Haken dran gesetzt, Flexibilität, kann ich, ich kann Menschen gut zu Menschen sprechen. Was wäre dann mein erster Schritt, um beim Radio irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen? Also einfach mal eine Mail schreiben oder anrufen und sagen, hier kann ich mal ein Praktikum machen. Also wir haben zum Beispiel bei uns in Berlin unser Sender Jam FM. Da kommen wirklich, es ist immer noch so, ganz viele Leute über Praktika ins Haus. Die bleiben dann auch, die werden dann RedakteurInnen, die werden fester Mitarbeiter, feste Mitarbeiterin. Und das ist sozusagen unsere Hauptquelle von neuen KollegInnen. Oder natürlich, wenn wir eine Jobausschreibung haben, einfach bewerben. Fürs Radio braucht man nicht irgendwie einen großen Lebenslauf oder irgendeine Quality. Das sind echt die Leute, die improvisieren können, die kreativ sind, die schnell sind, die sind bei uns richtig aufgehoben. Mal von der anderen Seite aus gefragt, kommen denn überhaupt noch junge Leute zu euch und sagen, sie wollen beim Radio arbeiten? Ist das nicht so was total Altbackenes, was die Eltern irgendwie nur im Auto hören und das war's? Das würde man denken, ne? Nee, also ich arbeite im RTL Audio Center Berlin. Wir haben das gerade neu eröffnet. Bei uns sieht es sehr cool aus, muss ich sagen. Also man könnte auch denken, man arbeitet für Google, wenn man bei uns kommt. Ja, und bei uns sind total viele junge Leute am Start, ja? Also du kommst da rein und es ist wirklich eine sehr gemischte Truppe und gerade bei Jam ist der Altersdurchschnitt Anfang, Mitte 20.
20 oder so. Also es sind viele junge Leute. Wenn du es vielleicht nochmal kurz und knapp auf den Punkt bringen könntest, welche Qualitäten muss ich mitbringen, um meine Karriere im Radio zu starten? Traut euch, seid spontan, kommt vorbei, seid neugierig, die Leute zu überraschen, ja, mit vielfältigen Inhalten, vielleicht ein Hang zu Musik wäre vielleicht auch noch von Vorteil. Wenn ihr Musik liebt und Events liebt, dann seid ihr richtig bei uns. Ihr habt es gehört, so läuft das ab im Radio-Business. Vielen Dank dir, Nina, für den Besuch. Danke. Macht's gut. Wenn du beim Radio arbeiten würdest, auf welchen Job hättest du da am meisten Bock? Schreib's uns mal in die Kommentare. Radio ist eher nicht so für dich, dann haben wir noch andere Medienberufe ausgecheckt. Die findest du hier und hier. Und lass dem Kanal am besten gleich ein Abo da, dann verpasst du auch die neuesten Videos nicht.